Hi, ich bin der Sascha. Ich habe heute den Max zu Besuch. Und wir werden euch, beziehungsweise Max wird euch was über die neue DAB-Technologie von SRAM erzählen. Ja, die ist jetzt seit kurzer Zeit auf dem Markt. Max, erzähl mal was darüber. Was ist neu? Was sind die Highlights von DAB? Ja, DAB an sich ist schon ein Highlight. Nein, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, wie wir unsere Kurbeln verbessern können. Kurbeln war für uns ein ganz großes Thema. Wir wollten sie zuverlässiger machen, steifer machen, leichter machen, besser machen in allen Belangen. Nicht einfach nur optisch updaten, sondern wirklich technisch neu durchdenken. Da haben wir einfach mal angefangen, uns zu überlegen, was war bei den alten Kurbeln nicht so ideal, was kann man verbessern. Da haben wir unsere alten Kurbelformate genommen und haben uns überlegt, schau, wir haben eine BB30-Kurbel, die hat eine sehr steife und sehr leichte große Aluminiumachse. Und wir haben die GXP-Stahlachse, die etwas dünner ist, auch sehr steif, aber ein bisschen schwerer. Mhm. Aber dadurch, dass sie dünner ist, den Kugellagern und den Dichtungen mehr Platz bietet im Innenlagergehäuse des Rahmens. Ja. Mit den neuen DAB-Kurbeln wollten wir bei der Achse die Vorteile der BB30-Achse aus Aluminium und der GXP-Achse aus Stahl vereinen. Und zwar haben wir hier jetzt eine Achse gewählt, die aus Aluminium ist, weil es sehr schön leicht ist, die aber dünner ist als die BB30-Achse und somit den Lagern und den Dichtungen mehr Platz bietet. Mhm. Sie ist auch deutlich leichter als die GXP-Achse, was ein großer Vorteil ist. Steifigkeit haben wir keine Abstriche gemacht, nach wie vor bombensteif und industrieführend. Welche SRAM-Kurbeln bekomme ich mit der DAB-Technologie? Alle Eagle-Antriebe, alle Eagle-Kurbeln wird es als DAB-Version geben. Also alles, was 12-fach ist, alles, was unter dem Namen Eagle läuft, wird es als DAB geben oder gibt es jetzt als DAB. Ja. Ist erhältlich, ist ja schon auf dem Markt. Neben der Achse und der besseren Dichtung haben wir eine ganz tolle Sache mit einfließen lassen. Wir wollten die Innenlager nicht einfach nur so übernehmen, wie sie sind. Mhm. Und zwar haben wir bei den Innenlagern unheimlich viel Know-how in die Verbesserung der Dichtung gesteckt. Wir haben doppelte Dichtung, wir haben im Innenbereich hier auch noch eine weitere Dichtung eingeführt. Du siehst den kleinen blauen O-Ring, sodass quasi über die Achse auch gar kein Wasser mehr oder kein Schmutz mehr eindringen kann. Okay. Das macht das Ganze langlebiger. Das konnten wir auch nur machen, dadurch, dass wir wieder mehr Platz gewonnen haben zwischen dem Innenlagergehäuse des Rahmens und der Spindel. Und diese Dichtungen sind eigentlich auch neu beim Innenlager? Die gibt es so bei den anderen nicht? Nein, die sind neu, ganz genau. Nebenbei ein sehr angenehmer Nebeneffekt, der allen Usern da draußen besonders gut gefallen wird, ist, dass unsere DAB-Kurbel mit allen Innenlagergehäusestandards der Rahmenhersteller kompatibel ist. Das heißt, du kaufst dir eine Kurbel, kannst sie durch alle Rahmen, die du besitzt, mitnehmen. Ob es jetzt PressFit, PressFit 30, BSA, was auch immer ist, unsere Innenlager passen alle auf die DAB-Kurbel. Ja. Das heißt, du kannst dir auch erst die Kurbel kaufen und dann das Fahrrad, ist egal. Gibt es sonst noch irgendeinen signifikanten Vorteil, den wir jetzt irgendwie vergessen haben bei der Ein ganz besonders großer Vorteil, der sehr viele Leute draußen freuen wird, White Weenies, wen auch immer, wer auf Gewicht Wert legt. Wir haben durch die DAB-Technologie unsere Top-Gruppe XX1 so weit im Gewicht reduzieren können, dass wir mit dem kompletten Antrieb Kettenblatt, Innenlager, Pressfit plus die Kurbeln, beide Seiten, auf unter 500 Gramm kommen. Okay, das ist das heißt, wir sind die oder leicht. Eine der leichtesten Kurbeln auf dem Markt. Ja. Max, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt mein bestehendes Kettenblatt weiter nutzen will von der Eagle-Gruppe? Habe ich irgendein Problem mit der DAB-Technologie oder wird das zusammenpassen? Wenn du vorher schon Eagle gefahren bist, ist es gar kein Problem. Ja. Wir haben nur zwei Arten von Kettenblättern, Boost und Non-Boost. Das heißt, wenn du ein Boost-Fahrrad hast, einen Boost-Rahmen und das vorher gefahren bist, du das weiterfahren möchtest, kein Problem, schraubst drauf. Okay, das ist prima. Ist die gleiche Direct-Mount-Aufnahme, passt alles. Das gleiche auch bei Non-Boost, schraubst drauf, es passt an deinem Non-Boost-Trott. Ja, prima. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei dir, Max, dass du uns die DAB-Technologie erklärt hast. Gerne. War sehr aufschlussreich. Und wenn ihr noch ein paar Fragen zu der Technologie habt oder auch vielleicht an euch die Frage, ob das was für euch ist, ist DAB-Technologie vielleicht ein Thema, das euch brennend heiß interessiert? Antwortet gerne in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao und danke. Ciao.